2004 gab es einen großen Bahneinsatz. Da war ich Einsatzleiter, der Ersteintreffende. Das war schon, ja, da kann ich also so draus raussprudeln, das ist hängen geblieben. Das war ein grandioser Einsatz mit 88.000 Liter Propan, die ausgelaufen sind. Die brannten 100 Meter hoch, 100 Meter breit. Da war eben das Problem, dass die Explosion hätte stattfinden können und dann wäre der halbe Schinkelberg nicht mehr da gewesen. Und wir natürlich auch nicht. Ich bin Klaus Fiening, bin 59 Jahre alt, bin seit 32 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in Osnabrück als Einsatzleiter tätig. Ja, das ist mein Job. Ich glaube, wenn ich durch Osnabrück gehe, dann grüßen mich viele Leute. Ich weiß manchmal gar nicht, wer es ist, weil man so viele Menschen erlebt hat und kennt. Aber es ist, also was man alles erlebt hat in der Zeit, ist schon toll. Also ja, zwischendurch war noch Fahrradschilder. Diese 24-Stunden-Dienste hier auf der Wache, auch wenn man ruhen kann mal des Nachts, sind schon noch anstrengend, die sind nicht wie zu Hause. Man kommt auch nach einem Dienst, wo man den letzten Einsatz um 12 Uhr hatte, morgens um 8, 9 Uhr trotzdem müde und kaputt nach Hause und der Tag ist dann auch gelaufen. Am nächsten Tag ist man dann wieder hier. Die schweren, bösen Momente, sage ich mal so, die verdrängt man einfach. Jeder macht das anders, glaube ich. Ich kann von mir reden, dass ich viele Sachen mit meiner Frau zu Hause bespreche, wenn ich nach Hause komme. Ich lasse dann so ein bisschen Dampf ab, auf Deutsch gesagt, beim Frühstück, beim Gemeinsamen. Und dann ist es auch gut. Natürlich, ich bin 5 Jahre Notarztwagen gefahren, habe dann natürlich auch vieles erlebt. Da gab es nur einen Notarztwagen in Osnabrück, der wirklich in 24-Stunden-Dienst rund um die Uhr gefahren ist. Aber es war schon sehr sehr schwierig teilweise, aber auch man hatte ein gutes Gefühl, weil man doch vielen, vielen Menschen helfen konnte. Natürlich dem einen oder anderen nicht, aber das ist dann so. Das ist die Natur, da kann man nichts dran machen. Osnabrück ist überschaubar, es ist gemütlich. Ich finde, wir haben ganz, ganz tolle Feste. Ich feiere auch gerne. Habe ich Spaß dran und wenn ich dann Freizeit habe, außerhalb meines 24-Stunden-Dienstes hier, dann genieße ich es auch. Also ich bin nicht mit Helm geboren, wie vielleicht der eine oder andere Feuerwehrmann. Ich war bei der Deutschen Bundesbahn damals, habe ich gelernt, Energieanlagenelektroniker und ich sollte dann mal nach Bremen, wollte man mich verschlagen, das hat man nicht geschafft. Ich bin nach einem Vierteljahr wieder zurück nach Osnabrück gekehrt. Ich bin ein Ur-Osnabrücker, bleibe es auch und stehe auch für Osnabrück. Und tue auch alles dafür. Haben wir dich kaputt gemacht, wa? Alles gut?